Was geht denn? Kann das Aufnahmen bitte löschen, die darf niemand sehen. Servus Leute, was geht ab und willkommen bei einem neuen Video. Ja Freunde, im letzten Video habe ich gesagt gehabt, dass ich mit meinem Cousin einen Friseurladen aufmache. Da ist er, komm mal her. Leute, das ist mein Cousin Jello, komm mal her. Immer unter Zeitdruck, wir müssen los. Ja Freunde, das ist mein Cousin und Geschäftspartner, Leute. Und ja, ich habe euch gesagt, dass ich euch den Laden zeige. Und ja, jetzt fahren wir dahin, zeigen euch den Laden, wie der bis jetzt aussieht. In zwei Wochen wird es wahrscheinlich wieder komplett anders aussehen, Leute. Ja, ich würde sagen, quatsch mir nicht viel. Ich zeige euch jetzt den Friseurladen, der jetzt bald aufmacht. Wer das Video noch nicht gesehen hat, Link ist unten in der Videobeschreibung. Könnt euch das Video anschauen. Und deine Nase ist frei, anstatt dieses... Bitteschön. Ich nehme euch mit, ich zeige euch jetzt den Laden, wie der bis jetzt aussieht. Und let's go, Alter! Jetzt haben wir erstmal ein bisschen Holz hier in den Kamin reingemacht für meine Mutter. Mom, was geht? Ciao! Was? Die Cherdeke? Morika, der. Und die Cherdeke? Ja, Freunde, das liebt meine Mutter. Sie macht das hier immer ganz gechillt vorm Kamin, Leute. Ciao! Ja. Mitarbeiter des Monats, ey. Der chillt da sein Leben, yo. Wenn der das sein Chef sieht, ey, guck dir mal den an, guck mal, der grinst noch so. Guck mal, wie der chillt, ey, guck mal. Das ist unser Nachbar, nimm mal seinen Laden auf hier, unser Nachbar. Jo Leute, was geht ab? Wir sind jetzt da, Freunde. Es ist jetzt etwas dunkel geworden, aber ich würde sagen, das ist kein Problem. Komm mal her. Wir stehen jetzt davor und Leute, dreht euch mal nach rechts. Freunde, hier haben wir eine komplette Vitrine, die komplett leer ist. Leute, hier das gehört auch noch alles zu uns. Und wenn ihr einen Vorschlag habt, Freunde, was man hier draus machen könnte, hier hat man so ein Stückchen Platz. Was könnte man daraus machen? Freunde, helft uns. Schreibt es unten in den Kommentar rein, was man hier draus machen könnte. Ich habe mir am Anfang überlegt gehabt, ob man hier so 1, 2, 3, 4 Pullovers aufhängt. Und ja, Leute, mal gucken. Vielleicht habt ihr eine bessere Idee, was man daraus machen könnte. Und jetzt gehen wir rein, Leute. Dreifach verschlossen. Leute, ganz kurz, nicht wundern. Hier ist noch eine kleine Baustelle. Klein? Ja, ist eine relative Baustelle. Kommt einfach rein. Hereinspaziert. Oh, shit. Friends, oh, shit. Oh, shit, oh, shit, oh, shit. Willkommen. So sieht der Laden jetzt erstmal aus, Freunde. Das hier ist der erste Platz. Da werden noch ein paar Verfeinerungen gemacht. Und ja, Freunde, so sieht das jetzt aus. Da werdet ihr bald das ein oder andere Bild von mir vielleicht sehen. Man weiß es nicht, Leute. Oh, ihr glaubt gar nicht, wie aufgeregt wir beide sind. Ehrlich, oh shit, Freunde, hier. Hier könnt ihr euch dann gemütlich machen. Dann komme ich vielleicht eventuell, Freunde, und dann komme ich so. Hi, wie geht's? Alles gut? Danke, bestens. Chantal, mach mal einen Tee bitte. Chantal? Wer Chantal? Keine Ahnung, wer Chantal ist. Große Spiegel waren für uns sehr wichtig. Ist einfach chilliger, Freunde, wenn man hier vor so einem riesen Spiegel sitzt und quasi einfach alles sehen kann. Ey. Wie findet ihr das mit großen Spiegeln, Freunde? Das ist deine Red Bull-Dose? Das war meine Red Bull-Dose. Stell dir mal vor, du sitzt hier und guckst da rein. Oh shit, oh shit, oh shit. Die Lichter an der Decke, da kann man auch die Farbe ändern. Zum Beispiel, wenn man Feierabend hat, macht man einfach mal. Oh, das ist okay, falscher Ding. Falscher Alarm, Leute. Die hier kann man in jeder Farbe machen, dann lassen wir schön Rotlicht erstmal. Was? Rutscht. Und ja, jetzt machen wir es erstmal weiß. Hier seht ihr auch noch einiges, das muss auch noch alles verräumt werden. Also wie gesagt, Freunde, wir sind noch am Machen. Jeden Tag sind wir noch hier am Machen und. So die kleine Highlight-Ecke für deine, Leute, für deine, für Community. Ey, Freunde, was echt wichtig, weil wenn ich zum Friseur gehe, Freunde, ey, wie wichtig ist es, dass man wirklich beim Friseur einfach relaxen kann, da hingehen kann, nicht so dieses gezwungen. Wenn ihr zu einem Friseur geht und ihr seht da Passen am Warten, wisst ihr, was ihr machen könnt? Kommt mal mit, ich zeig euch. Oh, Freunde, ey, glaubt nicht, kommt mal her. Wow. Kommt mal her, Leute, kommt mal her. Ihr habt hier euren Raum, guck mal, warte. Dann habt ihr diesen Raum hier, wo ihr einfach hier reingehen könnt. Hier habt ihr euren Stuhl, Freunde. Dann habt ihr einfach hier so einen kleinen Raum für euch. Die Tür hier könnt ihr zumachen. Seid hier in diesem Raum. Dieser Spiegel, der jetzt hier ist, der kommt hier weg, Freunde. Da kommt ein Fernseher hin. Das haben wir zweimal, Leute. Hier kommt jetzt ein Fernseher hin. Eine Playstation kommt dahin, Leute. Ihr seid hier in diesem Raum.
Hier rechts werden so Regale sein, da wird euer Trinken sein. Ihr könnt euch hier trinken, schnappen, Freunde. Könnt hier in diesem Raum chillen. Ihr habt hier eure Playsee, ihr könnt Fortnite spielen, ihr könnt FIFA spielen, ihr könnt zocken, was ihr wollt, Leute. Cola, Fanta, Wasser, was können wir bringen? Alles gut, ich hab, dankeschön. Kahwe Chai. Ne, alles gut, ich hab alles. Dankeschön. So, Freunde, ihr seid hier in diesem Raum, ihr seid am Zocken. Und wenn ihr dann gleich dran seid, Freunde, müsst ihr euch keine Sorgen machen, ja? Ihr Haarschnitt. Super, dankeschön. Leute, ehrlich, wie geil ist das? Und dasselbe gibt es hier auch noch einmal. Also hier sind zwei Räume. Habt ihr einen Vorschlag, was wir in diesen Räumen hier machen können? Hier an dieser Wand zum Beispiel. Ich weiß nicht, Freunde, habt ihr da auch noch einen Vorschlag? Euren Vorschlag bitte, Freunde. Einmal in die Kommentare, vielleicht kommt euer Vorschlag hier an die Wand, Freunde. Ja, Freunde, wir haben zwei verschiedene Räume. Was heißt zwei? Wir haben sogar drei verschiedene Räume, Freunde. Das war jetzt der Herrenbereich, den ihr jetzt hier gesehen habt, Männerbereich. Und dann haben wir nochmal extra den Frauenbereich, Freunde, so dass die Männer hier unter sich sind, da die Frauen unter sich. Jetzt kommen wir zu dem Frauenbereich. Hier werden dann die Jacken aufgehängt von den Gästen. Dann gehen die hier einmal durch. Dann kommt hier ein kleiner Eingang quasi, wo es ins Frauenbereich geht. Und hier, Freunde, da wird noch ein spezieller Raum gemacht. Da sind wir noch dabei, da wird noch einiges gemacht. Kommt mal mit. So, Freunde, willkommen beim Brautpaar. Freunde, die Brautpaare haben hier ihren eigenen Raum. Das war uns auch sehr wichtig, dass die Brautpaare, das ist ihr Moment, Leute. Der Tag ist ihr Tag und deswegen haben die hier ihren eigenen Raum. Hier werden die Hochsteckfrisuren gemacht, hier wird viel mit Kosmetik gemacht. Also, hier wird schon einiges gemacht, Leute, hier wird schon einiges gemacht. Sehr, sehr gespannt. Hier unsere Wunder. Was machst du da, Mann? Das ist kein Musikvideo. Einfach ein. Und ja, Freunde, hier seht ihr Palmen. Das ist die letzte Palme, die ich von meinem Urlaub aus Thailand mitgenommen hatte. Ja, das ist jetzt. Nein, das ist nicht von Rewe, Leute. Was? Ikea? Nein, das ist nicht von Ikea. Ja, Freunde, das ist der Frauenbereich. Hier wird halt auch noch einiges gemacht, Leute. Wir sind echt fast jeden Tag hier dabei. Das heißt, fast jeden Tag hier dabei, Leute. Und ja, ich würde euch sagen, jetzt kommt mal mit. Ich zeige euch noch etwas. Sieht das nicht schön aus? Ja, Leute, jetzt geht's weiter. Komm mit, hier ist einmal die Toilette. Yeah. Ja, das ist die Toilette, Freunde. Jetzt geht's hoch. Wir hatten hier früher eigentlich sowas Geiles geplant gehabt, aber die Stadt hat uns da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und zwar, seht ihr das gleich, ich erzähle euch dann. Kommt mal her. Das hier ist der Männer-Wellness-Bereich, sage ich mal. Wie gesagt, die Frauen hatten halt ihren eigenen Bereich gehabt mit Kopfmassagen und Kopfhaare waschen, alles Mögliche. Dasselbe haben wir hier auch einmal für die Männerfreunde, dass sie ihren eigenen Bereich haben. Und jetzt geh einmal bitte da rechts, ne? Ah, da wird noch einiges gemacht, Freunde. Da wird noch einiges gemacht. Da kommt ein Notausgang hin und hier ist nochmal so ein Raum. Und direkt auf der anderen Seite gegenüber, Freunde, haben wir nochmal genau denselben Raum mit einer schönen kleinen Küche. Haben wir hier einen kleinen Bereich mit die andere Seite auch natürlich noch. Und ja, am Anfang, Freunde, hatten wir das so geplant gehabt, dass hier eine Solarbank hinkommt und auf der anderen Seite eine Solarbank. Und hier wollten wir quasi so einen kompletten Wellness-Bereich machen mit Solarium und danach können sie sich die Haare machen. Aber ja, die Stadt hat uns da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber wer weiß, vielleicht wird das ja der... Vielleicht in der Zukunft, Freunde. So sieht das Ganze bis jetzt aus und ich würde sagen, weißt du, was wichtig ist? Komm mal her. So, Freunde, wisst ihr, was fehlt? Uns fehlt ein Fernseher. Deswegen fahren wir jetzt nach Mediamarkt, Freunde. Werden dort einen vernünftigen Fernseher erstmal für diesen Raum holen. Und für alles, was später kommt, Freunde, wie gesagt, abwarten. Sobald der Schuppen komplett fertig ist, werde ich natürlich nochmal ein Video machen, wie der Laden dann komplett fertig aussieht, Leute. Ey, Leute, das wird krass. Das wird heftig. Ich freue mich so krass darauf mit meinem Cousin. Leute, wir sind so aufgeregt, wie alles ankommen wird, wie das sein wird. Und ja, ihr könnt uns natürlich helfen. Was kann da hinten an die Wand? Und was kann da hinten, Leute, am Fenster da? Was kann da hin? Freunde, schreibt es uns in den Kommentaren rein. Und ich würde sagen, wir sehen uns jetzt gleich im Mediamarkt wieder. Und ja, gönnen wir uns erstmal hier so ein Energy, ne? Willst du auch ein? Nein, die schmecken nicht. Echt nicht? Nee. Deswegen sind die hier. Deswegen sind die übergeblieben. Ja, deswegen sind die übergeblieben. Was schmeckt aber besser? Also, ich finde das hier. Ich hab Angst, das zu trinken. So,
Freunde, ey, was geht ab? Leute, ihr glaubt nicht, was gerade passiert ist. Ehrlich, das war wie in so einem verdammten Film. Wir sind gerade am Fahren, wollen nach Mediamarkt fahren und auf einmal läuft so ein Husky uns entgegen und wir denken uns, what the fuck, ey, wir mussten eine Vollbremse machen und der Husky fängt auf einmal an zu laufen und alles und wir dachten uns, fuck, wir können den nicht allein lassen. Der ist dreimal fast überfahren worden. Dann haben wir erstmal die Polizei angerufen, dann waren da nochmal zwei Jugendliche, die auch die Polizei angerufen hatten und ich rede mal nicht so viel, Freunde. Gebt euch mal diese Aufnahmen, was da passiert ist. Wo ist der langgelaufen? Wo ist der langgelaufen, Bruder? Arbeitst du bei der Polizei? Ja. Arbeitst du bei der Polizei? Oh, mein Handy ist gerade. Wo ist der langgelaufen? Ich hab den Freund. Hier vorne eben. Beim Asia noch gesehen. Hier in die Richtung? Gib mal deine Nummer bitte bei meinem Handy. Er ist schon mal vorgelaufen. Ich guck in den Ecken. Er läuft nach vorne. Und ich sehe nur noch, wie das Polizeiauto kommt. Ich mache so auf der Straße. Die sagt, steig ein, steig ein. Ich steig so ein. Das Ding ist so, ich bin so am Laufen. Ich und er, wir sind so. Wir versuchen, diesen Hund einzufangen. Und ich versuche die ganze Zeit Teller zu erreichen und sein Handy ist aus, wie immer. Mailbox geht dran. Ich denke mir so, fuck, wie soll ich ihn wiederfinden? Und wir sind, er hat keinen Akku und wir sind den Hund gerade am Suchen. Irgendwo in Oelde, am Regnen, dies, das, auf einmal so, Polizeiauto bleibt neben mir stehen, Fenster geht runter, Herr sitzt drin. Er sagt zu mir, und, hast du den Hund gesehen? Ich denke mir so, Arbeit zu bei. Was machst du jetzt? Haben Sie eine Leine? 0176. Sie können ja geradeaus durchfahren und wir gucken. Genau, falls genau. Wir den dann auch beheimatet, ja. Dann würde ich Sie anrufen. Sie fahren jetzt hier durch? Ich fahre jetzt mit der Frau da durch, genau. Wir gucken mal, falls Sie den da irgendwie antreffen, dann rufen Sie ruhig mal die 110 an. Ja, okay, oder super. Ja. Alles klar. Okay, alles klar. Danke. Geh du auf die Seite, ich geh auf die. Wo bleibt der Streifenwagen? Hiraj, komm! Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Können wir da eben mit? Hä? Können wir da eben mit? Ja, klar. Ach, super. Einsteigen, einsteigen. Tamam. Ja, einsteigen, einsteigen. Dann steig du ein. Ruf mich an. Aber wäre das okay, wenn wir später dahin abgelassen werden? Bitte? Beim Bahnhof? Unser Auto steht da hinten. Oh, verdammt. Da müssen wir zu. Was ist los? Wieso hat deine Partnerin dich jetzt hier stehen lassen? Sie hatte Angst natürlich, weil wir zwei Stück sind und sie ist alleine, deswegen. Hilfe! Hilfe! Danke, echt lieb von Ihnen. Wo habt ihr gestanden? Hier vorne beim Bahnhof. Am Edeka oder wo? Wo waren wir? Gegenüber von den Bushaltestellen. Boah, dieser Hund konnte laufen. Ja, der ist. Ja. Dreimal wurde er fast überfahren. Hier war es am schlimmsten gewesen. Dann ist er hier hochgelaufen, komplett um diesen Block sind wir hinterhergelaufen. Diesen Block echt? Ja, komplett hier rechts hoch. Ich war mir überlegen, ob ich mir einen Husky hole jetzt. Habe ich auf jeden Fall mich entschieden. Hä? Was geht, ey? Die Aufnahmen bitte löschen, die darf niemand sehen. Leute, das hat jetzt so viel Zeit gekostet. Ungefähr insgesamt plus halbe Stunde durch den Regen laufen, dann nochmal die andere halbe Stunde mit der Polizei und alles. Ey, ist locker über eine Stunde vergangen gerade, Freunde. Ja, jetzt haben wir uns verspätet. Mediamarkt wird jetzt leider nichts mehr, Freunde. Aber ja, falls ich im Laufe dieser Woche dahin fahren sollte mit ihm, dann nehmen wir das Ganze separat. Ich hab's ihm gesagt, morgen. Aber er denkt, ich komme morgen eh nicht, deswegen sagt er jetzt ja, im Laufe der Woche. Morgen wird nichts, Freunde, morgen wird nichts, alles gut. Im Laufe der Woche kommt dann halt ein weiterer Vlog, Leute. Und ja, ey, ich hätte mir den Tag auch komplett anders jetzt vorgestellt, als das, was jetzt passiert ist. Aber ja gut, war auch mal eine Erfahrung wert, oder? Ich wusste gar nicht, dass du bei der Polizei arbeitest. Ja, aber bleibt unter uns. Auf jeden Fall, Freunde, ich gehe jetzt nach Hause und werde schön streamen jetzt live auf Twitch, Freunde. Ey, Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Freunde, hat es euch gefallen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns übermorgen bei einem weiteren Video wieder. Macht's gut und haut rein. Peace out. Wollen Sie auch noch zum Schluss was sagen? Alles klar, danke.